Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde PlayerUnknown's Battleground. Die Mega-Noobs sind wieder unterwegs. Und wer ist mein Mega-Noob? Die Power Ranger ist so noobig. Die hat gerade irgendwas Falsches getrunken, glaube ich, ja. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, lassen wir mal so im Raum stehen. Bin motiviert zum Sterben. Und wieso sterben? Als erster stirbt man nicht. Das ist ja das Problem. Doch, wir schon. Das ist ja das Problem, dass wir nicht sterben. Wir werden immer Erster. Ja, von hinten. Ist egal. Ja, okay. So kann man das natürlich aussehen, ja? Wenn wir Letzter sind, sind wir die Ersten. Die Letzten. Das von hinten erwähnen wir nicht. Die Letzten werden immer die Ersten sein. Ja. So. Da haben wir eine Lobby. Geht ab. Wir sind hier auf der Milchstraße. Ja. Und ich habe auch überhaupt gar keine Lobby-Ruckler. Ich bleib einfach stehen, den ruckel doch nicht. Wow. Ach, da ist sie. Das ist die falsche. Ja, da ist ja gerade das aufgetaucht. So, jetzt. Die war ja auch unsichtbar. Genau wie du. Ey, ja, schießt einer. Warte, ich schütze. Ich bin doch nicht mehr im Spiel und die schießen schon auf uns. Wir wissen ganz genau, was für Noobies hier stehen. Verstehe, ja. Ich schütze dich. So. Und gleich von hinten kommt das. Ja. Mit der Bratpfanne. Badoing. Ja, oder so, ja. Dann schauen wir mal, wo uns heute hin verschlägt. Wo kommt denn das Flugzeug? Aus welcher Ecke? Hallo? Ja. Ach, da unten. Ja, am besten weit vom Abschuss. Ja. Wollen wir da hin? Ich wollte auch gerade den zeigen. Gut. Gold. Da würde ich sagen, sind wir uns schon mal einig. Ja. Okay. Und 3 und 2 und Kakatauer! Vorlang. Ja. Noobie-Party! Die Noobies on Tour. Oh yeah. Okay, viel zu holen gibt's an dieser Stelle jedenfalls nicht, glaube ich. War, glaube ich, nicht das Cleverste, was wir vorhatten. Abwarten. Wieso ist hier 3 große Häuser? 2 Doppelstöcker? Ich komme da rein. Wir gehen hier bestimmt wieder leer aus. Ich komme gar nicht an. Los. Nein. Gib alles. Ja, ich komme. Er macht jetzt einen Bauchklatscher, so wie es aussieht. Ja, bei mir auch irgendwie. Oh. Ein. Ach, so hat die Zeit, Grafik noch Zeit, sie ein bisschen aufzubauen. Okay, ich bin angekommen. Aber ich muss sagen, der Performance-Patch, der war wirklich diesmal recht erfolgreich. Der war performig? Der war sehr performance. Und wieder jetzt wollte ich schon wieder mit E die Tür aufmachen. Ich bin mein Headset komisch jetzt. So, nehmen wir jetzt mal eine Pistole, damit ich überhaupt irgendwas habe. Oh, Pistole. Ah, ein Rucksack. Okay, wir haben schon mal einen Rucksack, wo ich die Kreis okay, abmachen. Also die Runde wird kurz. Weil? Ich habe eine AK gefunden. Ja, Leute. Ja, die massig Glück bringt immer, ne? Ja, deswegen sag ich das ja. Das ist ein gutes Omen. 7 Muni hab ich. Oh Mann, ist das geiler Loot. Das kann gar nichts werden. Ja. Ich geh auch die Zettel aus. Bis jetzt. Jetzt gehe ich erstmal hoch, guck erstmal. Okay, hier ist gar nicht, auch nicht schlecht. Auch oh, cool, ein Erste-Hilfe-Koffer habe ich schon mal gefunden, den werde ich gebrauchen können. Hallo Nachbarn, keine Ahnung. Bei mir hier oben ist noch ein Rucksack. Ich hab schon, danke. Okay. Alter, hier ist nix.
Ein riesen Haus voller nix. Ja, nein. Was soll's nichts? Ja. Oh. Oh, nein, mein Hände weißt du. Der Beweis. Das werde ich dir so schnell nicht verzeihen, lieber Paulus. Das wollte ich euch auch nicht. Na egal. Ja, also falls ihr. Hast du mich erschrocken. Falls ihr bisher geguckt habt, wisst ihr Bescheid, warum wir die ganze Zeit hier so rumschalalalei. So. Dann wollen wir uns mal ein anderes Haus suchen, weil dieses Haus war ja total toll. Aber ich glaube, hier ist keiner bei uns gelandet, kann das so? Ja, sieht gut aus. Ja, noch eine große Pum-Pum wäre noch cool. Eine Pum-Pum liegt hier leider. Ja gut, diese. Ich meine jetzt nicht wortwörtlich Pum-Pum. Dann halt eine große Peng-Peng. Oder wenigstens eine Uzi oder Rumpel oder irgendwas Brauchbares. Hier ist ein Helm. Cool. Den habe ich zum Beispiel noch nicht. Gut, ich komme dann nachher gleich mal da rüber. Erster Stock Badezimmer. Aber hier ist auch nichts weiter. Ja, da wo Helme halt so liegen, ne? Ja. Badezimmer. Boah, sind wir in der Zone oder sind wir in der Zone? Ich fürchte, wir sind in der Zone, weil ich keine gestrichelte Linie sehe. Wir sind sowas von dezent mittig. Echt? Wir sind mittig? Das hätte ich nicht gedacht. Bei dem Absprung hier. Ich habe schon sämtliches Zeug, ne? Hast du schon eine Weste? Ja. Okay. Alles schon. Du warst ja schon im Haus. Mann. So, dann hätten wir das Haus auch gemacht. Dann wollen wir uns mal einen Helmi holen und dann können wir auch schon weiterziehen. Oh, hier ist auch ein Helm. Okay, mit dem. Ja, die Frage ist, wo wollen wir jetzt hin? Hier in der Nähe sind da noch Häuser. Da oder da. Ransum. Ja, die, na gut, die Zone, die wird eher nicht Richtung Insel gehen. Würde ich behaupten. Nee, glaube ich auch nicht. Die geht eher, glaube ich, da, wo die Bombenzone gerade ist. Ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal lieber zu Blau, weil dann sind wir drin wenigstens ein Ministück in diese Richtung, statt wenn wir jetzt zu den unteren gehen. Achtung, Auto. Aber weit weg, ne? Nee, der hält hier bei mir. Der hat auch eine Blattgranate, eine Rauchgranate geworfen. Okay, der hat hier angehalten irgendwo. Komm zu dir. Ja, ich sitze hier in dem kleinen Raum hier. Rechts neben an der Tür. Ach, da ist er. Bist du hochgegangen? Ja.
Wollen wir auch das Treppenspiel machen? Könnten wir machen, ja. Aber ich sehe ihn jetzt nicht. Letzte. Aber ich denke mal, er wird uns auch schon trampeln hören, wenn wir ihn jetzt. Ich mit meiner Pistole ihn. Ist eh schon alles gelootet, kannst du vergessen, Kumpel. Genau. Komm her und töte uns, denn hast du alles zusammengesammelt. Ja, relativ. So wie der Teil eben so läuft bei uns. Oh, er fährt weiter. Ah, ich glaube, da oben steht sein Jeep. Ich sehe ihn von hier. Wenn das der ist. Kommt hier runter zu uns jetzt zum Haus. Fährt jetzt genau am Haus vorbei hier. So, jetzt ist er hier rechts. Er fährt jetzt weiter geradeaus runter. Ja, umkreist uns und fährt weg. Folgen wir ihm los. Da vorne steht sogar ein Jeep, ein Buggy. Aber warum ich folgen? Ich brauche sowas nicht machen. Ich habe nur eine Pistole. Mit der kann ich nicht viel tun. Auch wieder Deswegen was. weiß ich jetzt gar nicht, wo der hingefahren ist. Der ist oben an dem Turm. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo hinfahren zum Looten, weil wie gesagt, ich habe nicht. Willst du jetzt wirklich da hochlaufen? Die sehen dich eher. Der Typ ist in den Sniper-Turm gelaufen da oben. Da läuft er gerade. Also ich sage ja, der wird dich, denke ich, mal eher sehen, wenn er da im Turm ist oder so. Die laufen auch draußen rum. Ja, aber wir müssen ja noch was finden für dich. Ja, aber wir müssen auch nicht extra dahin fahren. Wie gesagt, ich kann nicht mit einer Pistole kaum wehren. Dann vergehen wir doch da. Ja, lass uns doch da hinten geradeaus hochfahren. Okay, mach mal eine Markierung. Keine Ahnung, was das da jetzt ist, geradeaus. Erster? Alles klar. Wenn es das ist, brauchst du ja nur geradeaus Richtung Osten gucken. Ja, ich sehe das Haus schon. Diese Häuser da. Ja, wollen wir hinlaufen oder hinfahren? Laufen. Jeder Gang macht Schlapp. Ja, das bringt's voll im Spiel. Also mein Also so viel Charakter wie wir ist hier sie. schon gelaufen sind, werden wir ja nur noch Skelett. Ja. Ah, okay, das Haus meine ich nicht. Ja, aber gucken wir mal trotzdem. Meint dieses Mini-Dorf da ein Stück weit. Nein! Zurück! Wir sind denn aus der Zone raus? Lol. Zone geht genau in die andere Richtung. Nice. In die wir getippt haben. War ja wieder typisch. Wollen wir sonst schon mal dahin gehen? Also nicht jetzt auch noch direkt in Pochinki reinrennen? Das Problem ist halt, dass du keine Waffe hast. Das ärgert mich auch. Die Häuser waren nicht gerade lootgeil. Die für einen alleine hätte es locker gereicht, aber. Ja, vor allem auf jeden Fall, ja. Aber dass dann auch nicht mal eine M16 oder sowas lag, ne? Das Das ist Auto echt kommt leer. jetzt rechts von dir nachher. Der fährt auch in die Zone rein wieder. War ja klar, dass wir die jetzt nicht wieder hinter uns haben, statt vor uns.
Hoffentlich schaffen wir das jetzt überhaupt noch zu looten. Wir hätten uns wirklich die Buggy mitnehmen sollen, ey. Weil in einer Minute müssen wir gleich wieder weiter. Sonne schiebt. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Na gut, dann gehen wir danach zur Markierung. Vielleicht finde ich ja hier wenigstens erstmal eine Waffe. Oh, hier sind schon die Türen auf. Ich glaube, die sind von hier gekommen mit dem Jeep. Fuck, hier ist schon alles. Gut. Oh, Handschuh. Hier. Lass ich's wollen. Hat sich also gelohnt. Ja, kannst du knicken. Geh mit dem Jeep an hier. Scheiße. Ja, ich würde doch mal sagen, laufen wir gleich zur Markierung, wa? Jetzt haben wir mitten auf unserem Weg diese scheiß Bombenzone. Ich glaube das nicht. Müssen wir die auch noch umlaufen? Er ist eine Flauschijacke in Lila. Da habe Partnerlook. Ich habe aber einen Mantel an. Ja, der Mantel hast aber größtes Trefferbild. Nee, das ist wirklich so. Der wurde mir von abgeraten, den zu nehmen. Die Klamotten sind aber nur Dings. Aussehen. Die haben nichts mit irgendwelchen Sachen zu tun. Ja, gut. Polsterung oder sowas. Ist nur Kosmetik. Das Einzige, was die Klamotten machen, die Jacken und so weiter, sind Inventarplätze. Wo laufe ich denn hin, Alter? Sagen Sie mal. Paulus ist schon weit voraus. Nur ein Hot, bisschen. hot, Ey, hot. das ist sowieso nichts zu holen. Warum sich da aufhalten? Die waren doch schon da. Ich habe da noch meine Polsterjacke gefunden. Wahnsinn, ja gut, so eine Sachen lassen sie halt liegen. Und Munition. Also Uzis und OMPs und sowas haben die nicht. Ich denke mal, die werden uns mit einem 16 oder mit einer AK beschießen. Das ist schön. Wie geil das ist auch, dass ich einen Scope gefunden habe und nichts zum drauf tun. Das nützt mir voll viel. Was für ein Scope? Ein Vierer, glaube ich, habe ich. Oh. Ah toll, jetzt müssen wir hier mitten über dem Feld laufen. Oh, Bombenzone, gleich raus da. Da 40 Leute. Juhu! Ah, wie weit ist denn das noch zur Markierung? Ach du Scheiße. Okay, weit. Irgendwann. Toll, Schuhe. Genau das, was ich gebraucht habe. Aha, sagst. So. Ach, da. Nee. Da. Ach so. Ich habe so viel Gedöns mit und ich werde davon gebrauchen. Ich habe mich nicht mitgenommen. Warte, ich bring dir gleich eine Uzi vorbei. Ich hab gerade eine gefunden. War besser als nichts. Toll, sag doch was, dass du da oben hin läufst zum Looten. Nee, ich war das nicht auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg zu dir. Musste ich.
quasi wollte auch aus der Bombenzone raus, dann war es gerade auf dem Weg. Oh, ich hab Besuch. Ah, da fährt er, okay. Gut, fährt er mir vorbei, ein Glück. Weil mit einer Schrot ist nicht allzu viel anzufangen. Nee, absolut nicht. Damit gewinnen wir keinen Blumenstrauß. Doch, ne, doch, im Schießstand eine einzelne Blume gewinnen. Oh, jetzt kommt doch noch so ein Buggy Ja, ich sehe. angedüst. Habe ich zumindest kurz, jetzt ist er hinterm Hügel. Ich würde sagen, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Dich brauche ich. Dich brauche ich Also, auch. aber ich höre ihn noch. Ich nehme dich auch mit so. Powerbrüste braucht ja auch Munition. Ach, da oben auf dem Berg fährt er jetzt rum. Dann lauf. Keine Müdigkeit verschützen hier. Oh, Silvester, hörst du, das sind diese Ketten. Die Knallfrösche-Dinger da, die Genau. Knallfrosch, aber diese zusammengebundenen Teile da. Weiß Jetzt jetzt nicht, wie die Dinger heißen. es ist Bescherung. Juhu! Ecke, Ecke. Kann ich meine Pistole wegschmeißen. Tschüss! Hast du auch Schmerzmittel und Energy und sowas? Ich habe noch ein Erste-Hilfe-Koffer und vier Verbände. Fünf. Alles klar. Also, loot-technisch habe ich voll ins Klo gedrückt. Dankeschön. Ach was. Ein Team. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal zu, dass wir loskommen, weil die Zone kommt. Scheiße, wir müssen auch da hoch, wo der Buggy hochgefahren ist. Na, die Beste. Ach, die knallen sich alle ab jetzt. Wir können auch zur Markierung laufen. Ja. Linksrum, weil es ist auch in der Zone. Da steht ein Jeep am Berg. Ja, ist schon nicht hochgekommen, wa? Ich glaube nicht, dass der da so gespawnt ist. Nö, ich sag mal, ey, die sind da hoch zu Fuß. Denke ich auch. Ja, weil der Jeep, der kommt da sowieso nicht hoch. Nee. Der ist nicht sportlich genug. Aber Hauptsache, wir kriegen unseren Arsch jetzt erstmal überhaupt in die Zone. Genau sieht's aus. Oh, und da kommt sie auch schon. Einmal X. Oh. Mein Arsch hängt gleich in der Zone drin, hier in der blauen. Oh. Ziehen ein, ziehen ein. Der ist schon so eingezogen, wie nicht vorhanden. Der kommt schon vorne raus. Aber es schaffen Oh mein Gott. Los. So, ein Schmerzmittel gleich verbraten. Toll, und dann können wir auch gleich weiterlaufen. Alter. Glück. Oh. Ihr habt's gehört. Wo ist der? Warum ist der nicht losgefahren? Ja, müssen wir direkt vor uns hängen. Ja. Okay, jetzt ist er weg. Ich habe gedacht, er hat uns gesehen, dass er deswegen wieder ausgestiegen ist oder so. Das war aber schnell, laut und fetter. Oh, Berg runter, ne? Ich glaube, das, was ich markiert habe, sind diese Hochhäuser da, wa? Ja, da werden auch 100 pro welche drin sein. Ja, das sind große Häuser. Es ist sogar ein Sniper-Turm noch. Ich glaube, wir laufen doch lieber mit X.
Das geht doch hier nicht gut aus für uns. Nee, ist unwahrscheinlich. Wir können nicht mal ordentlich looten. Und eine Quickman Stufe 1 ist auch nicht so Bombe hier. Ja, ich habe auch nichts auf Stufe 2. Naja. Außer den Rucksack, ja. Naja, ich hab Rucksack, Helm, aber West ist entscheidend, ne? Wahrscheinlich. Ja gut, Helm ja auch, ne? Wenn sie auf den Kopf zielen. Aber gut, wenn bestimmte Schieße, Waffen. die schießen auf mich! Lauf! Ja! Au! Oh, jetzt auch auf mich. Haken, wir laufen Haken. Ja, ihr kennt uns nicht. Von Hippe. Und jetzt welche Sicherheit. Und Die haben Sicherheit. Aua gemacht. Ja, mich auch. Aber schlechte Schütze. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, ja. Also könnten das wir sein. Ja. Flugzeug. Oh, oh. Und der ist gar nicht so schlecht. Scheiße, ich bin fast down. Nein, ich bin down. Aber von wo schießen die? Von hinten. Und tot. Ach, scheiße. Ich hab gehofft, ich komme noch hin. Ja, du wirst angeschossen. Geh mal ja, zur Seite. Ach, scheiße. Wie gesagt, behalte deinen Rücken im Auge, ne? Aber sie sind hinter uns und gewesen. Ihr müsst ja vor den Häusern gekommen sein, da. Ich so oder so. Denk mal, da wird einer rausgeschossen haben. Aus die Fenster. Mist, ich hab auch gehofft, ich komme noch zum Baum. Och Mann, so sterben wollte ich auch nicht unbedingt. So hinterrücks abgeschossen. Ja, das ist eine Frechheit, ist das. Pass auf, vor dir ist der Dings, ne? Da werden jetzt einige hinkommen. Ja, das will ich auch hin. Ich will voll gelootet sterben. Super. Das Einzige, was du machen könntest, setz dich in den Busch in der Nähe von dem Teil und knall, ja? Nein, ja. Glaub. Das war klar, dass du dich da nicht ankommst mit Kriechen. Die wussten ja genau, wo du dich hingelegt hast. Ja. Naja, Leute, das war mal wieder eine Noob-Runde von Weizen. Ah, naja, Top 10. Ja, wie gehabt. Ja. Top 10 ist ja Pflicht bei uns, aber. Ja, genau. Das schulden wir unseren Ob Zuschauern. verdient oder nicht, das ist eine andere Sache, aber. Na, wieso? Warum was überleben? Wir hätten ja auch wild Ja, mit der super. Pistole um uns schießen können und alle anlocken. Wir hätten, aber wer macht das schon? Ganz genau. Ja, gut. Ich sage, ist ja heute mal wieder optimal gelaufen. Definitiv. Grandios wie eh und je. Ja. So richtig vorzeigbar. Ja, da würde ich sagen, verschwinden wir mal ganz schnell aus dem Bild. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis Und wieder. weinen ein wenig. Genau. Bis es wieder heißt. Peinlich Ja. Player spielen. Ja, genau. So spielt man das Spiel nicht. Ja. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.